Ephemoptera. Eintagsfliegen sind nach der kurzen Lebenszeit ihrer Imagines benannt. Diese kann von ein paar Stunden bis zu einigen Tagen betragen. Dahingegen kann die Entwicklung der aquatisch lebenden Larven ein Jahr oder länger dauern. Aus ihnen wird zuerst ein Subimago. Seine Flügel sind milchig und trüb. Die letzte Häutung findet dann an Land statt und das adulte Stadium wird nur zur Fortpflanzung und zur Verbreitung der Art genutzt. Bei der Bestimmung von adulten Eintagsfliegen sollten Sie auf folgende Merkmale achten. Eintagsfliegen haben primär zwei häutige Flügelpaare. Das hintere Paar ist dabei kleiner oder kann sekundär sogar fehlen. Befindet sich das Tier in Ruheposition, so sind die Flügel hochgeklappt. Das erste Beinpaar, was gleichzeitig das längste ist, ist nach vorne gestreckt. Betrachten wir die Beine genauer, fallen uns 3 bis 5 Tarsalglieder auf. Die Fühler und Mundwerkzeuge sind sehr reduziert, so sind die adulten Tiere nicht zur Nahrungsaufnahme fähig. Alle Vertreter zeigen Komplexaugen, wobei die Männchen einiger Familien zusätzlich über ein paar Turbanaugen verfügen. Dabei ist das ursprüngliche Facettenauge in 2 Teile aufgeteilt, wobei eines zur Seite und das andere nach oben weist. Eintagsfliegen besitzen am Hinterleib 2 oder 3 Schwanzanhänge. Zusätzlich verfügen männliche Tiere über Begattungsorgane, kleine Greifzangen. Wichtig bei der Bestimmung sind unter anderem die Schwanzfäden, die Flügeltrübung, die Flügeladern, die Bewimperung der Flügel, die Tarsenglieder, ein Vorsprung am Flügel und die Körperlänge. Möchten Sie die länger lebenden aquatischen Larven bestimmen, sollten Sie auf folgende Merkmale achten. Ihre Mundwerkzeuge sind beißend und im Gegensatz zu den adulten Tieren wohl zur Nahrungsaufnahme befähigt. Am Hinterleib befinden sich an den Seiten auffällige Tracheenkiemen. Merkmale, die bei der Larvenbestimmung eine wichtige Rolle spielen, sind die Gestalt und Anzahl der Tracheenkiemen, die Mandibelfortsätze, deren Bezahnung und das Hervorstehen, die Kiemenbüschel am Kopf, die Lage der Augen, die Behaarung, wie zum Beispiel Schwanzfäden, oder dass Hinterleibssegmente zahnartig ausgezogen sind.